Ja, willkommen zurück bei Tales of Monkey Island. Mittlerweile sind wir ja bei Kapitel 4 angelangt. Ja, und das setzen wir jetzt fort und hören natürlich am Anfang wieder eine Zusammenfassung, was bisher geschehen ist. Auf geht's. Auf der Suche nach Heilung gegen die Piraten befallenden LeChuck-Pocken werden die Schicksale von Guybrush Threepwood und Morgan Le Fay weit vom Kurs abgebracht, als sie von einem liebeskranken Leviathan verschluckt werden. Zur großen Überraschung von Morgan und Guybrush führt die widrige Allianz, um der Kreatur zu entkommen, zu einer echten Freundschaft zwischen dem Piraten und der Piratenjägerin. Ein Wechsel der Gezeiten, der Threepwood zu dem angeblich die Pocken heilenden Esponja Grande bringt. Aber Guybrush erkennt zu spät, dass sich ein kluger Pirat auch auf den unvermeidbaren Windwechsel vorbereitet. Als Morgan ihn hintergeht und ihn in die wissenschaftlichen Klauen des Marquis de Sarge zurückbringt. Tales of Monkey Island. Dreißigtausend Silberlinge, mon petit chouchou. Wie vereinbart. Das wäre auch besser so. Sonst schneide ich mir den Rest aus deiner flauschigen Perücke. Ich habe eine Idee. Warum lässt du mich nicht gehen und ich zahle dir doppelt so viel, wie der Marquis zahlt? Blamiere dich nicht, Threepwood. Oh ja? Ich zahle das Dreifache. Das Vierfache? Das Fünffache? Das Sechsfache? Threepwood, du unterschätzt so sehr den Wert davon, was durch deinen Körper fließt. Boah, ich habe eine ziemlich gute Idee. Meine Spucke allein hat mir schon mal 8000 Goldstücke auf Booty Island eingebracht. Dann wirst du mit dem Wissen sterben, dass du der Wissenschaft ein unbezahlbares Geschenk gemacht hast. Endlich! Ich habe Threepwood. Ich habe die Formel. Und bald habe ich ewiges Leben. Ich bin glücklich wie ein Pinguin, der auf seinen Bauch rumrutscht. Es ist eine Willkommensparty. Ich hoffe, es gibt Schwarzwälder Kirsch. Guybrush Threepwood. Darauf haben wir lange gewartet. Hey, warum kann ich meine Beine nicht stoppen? Was? Nein, komm zurück! Dieser Quacksalber hat seine Verabredung im Piratengericht. Du mit Reagenzgläsern bastelnder Intrigant. Aber... Und dann wird der Hund hängen. Sie! Ergreift ihn! Hey, ich habe Ihnen Threepwood geliefert und Sie haben bezahlt. Wir haben hier nichts mehr zu erledigen. Das wollen wir doch mal sehen. Gericht.
Kapitel 4, The Trial and Execution of Guybrush Threepwood. Na, mal gucken, wie das... was er sich da wieder eingebrockt hat. Und ob wir das da rauskriegen. Kapitän Threepwood, Sie wurden nach allen Anklagen schuldig befunden und werden deshalb zum nächsten Schiff gebracht, wo wir Sie Kiel holen werden, bis Ihre Haut in Fetzen von Ihrer Blut endet. Schuldig? Aber ich wurde doch noch gar nicht angeklagt. Nein! Wo ist dieser inkompetente Staatsanwalt? Hier, Euer Ehren. Oh, klasse. Entschuldigen Sie meine Verspätung, Eminenz, aber der alte Stan musste in Flagrante sein Delicto und auf dem Klo musste man Schlange stehen. Entschuldigen können Sie sich später. Sie heulendes Meerwiesel, klagen Sie endlich an. Im Club 41 wird mein Grog schon kalt. Natürlich, Eure Eminenz. Euer Ehren, Piraten und Dirnen auf den Zuschauerplätzen. Hey, das sind wir! An diesem heutigen Abend werde ich ohne den winzigsten Zweifel beweisen, dass Guybrush Threepwood die Schuld an nicht weniger als 4 Verbrechen trägt. Komisch, ich dachte, es würden 3 sein. Erstens hat er sich wissentlich an einer Kneipenschlägerei beteiligt, bei der die geliebte Katze unseres Piratenältesten Hemlock McGee fürchterlich verletzt wurde. Der Galgen ist so gut für ihn! Zweitens hat während der gleichen Schlägerei der Kapitän Threepwood kochende Nacho-Soße auf das blanke Bein von der Bootsfrau Catherine Krebs geschüttet und damit eines von Flotsams hübschesten Beinen aufs hässlichste vernarbt. Haltet ihn am lebendigen Leibe! Drittens hat er sich mit Joaquin D'Oro verschworen, um gefälschte Porzellan-Powerpiraten herzustellen und zu verkaufen. Und was ist mit der Verbreitung der Pocken? Und letztens hat er dieses bislang makellose X, das Flotsams neuestem Ankömmling, Killick Hardtack, gehört, gefaltet, gedrechselt und verstümmelt. Was zur Hölle? Ja, das hat er mir angetan. Kapitän Threepwood, nachdem Sie diese schweren Anklagen gehört haben, wie bekennen Sie sich? Ja, wenn ich mich schuldig bekenne, komme ich dann schneller hier raus. Ganz gewiss. Großartig. Dann bekenne ich mich. Nach der Exekution durch Kiel holen, hängen, kochen und Skafismus. Skafismus? Glaub mir, Kleiner, das willst du gar nicht wissen. Okay, dann... Diese Anklagen sind doof. Und glauben Sie mir, ich weiß, was doof ist. Kapitän Threepwood, reißen Sie sich zusammen! Ich soll mich zusammenreißen? Reißen Sie sich doch zusammen! Das ganze verschratsegelte Piratenrechtssystem soll sich zusammenreißen! Der Angeklagte wird sein eiterndes Maul halten, sonst wird das Gericht das übernehmen! Mach es! Tut mir leid. Ich bekenne mich 1000% nicht schuldig. Besonders bei dem letzten mit dem X? Nun gut. Es soll ins Protokoll aufgenommen werden, dass dieser erbärmliche, schuldige Angeklagte sich nicht schuldig bekennt. Also, wer soll Ihren armseligen Fall präsentieren? Hey Stan, du könntest mich doch repräsentieren. Der guten alten Zeiten wegen. Du meinst die alten Zeiten, als du mir ein Schiff abgeschwindelt, mich für 3 Monate in einen Sarg gesperrt, meine Versicherungsfirma betrogen und mich mit hochriskanten Dublonenderivaten in Verbindung gebracht hast? Ja? Tut mir leid, Kleiner. Ist nichts Persönliches. Aber ich werde einen Haufen Geld mit Gerichtsgebühren von diesen wütenden Flutsamianern bekommen. Die mögen dich wirklich nicht. Dann vertrete ich mich wohl selbst. Kapitän Threepwood, kennen Sie den alten Piratenrichterspruch? Der Pirat, der sich vor Gericht selbst repräsentiert, hat bald einen Narren als Klienten, der Kiel geholt wird. Ja, Euer Ehren, und dieser Narr bin ich. Gut, Sie sind dran, Herr Anwalt. Hier sind deine Unterlagen, Kleiner. Anklage Konsonantenmissbrauch, X-Klasse, Vorwurf des Klägers der Anklage. Habe sein einwandfreies X ruiniert. Ist zweifelhaft, aber nachvollziehbar. Gerichthaft, er werde nicht alles frei erfunden haben. Volle Strafmaß 2.2p Strafe, Tod durch Erhängen. Oberschenkelverbrechen und andere Kleinigkeiten. Einstellende Produktion der Nacho-Soße des Clubs 41 erschwerlichen Schuldnachweis, aber das Gericht hält es für sehr unwahrscheinlich, dass eine andere Mixtur krebsmarkante Verbrennungen verursacht haben könnte. Strafmaß empfohlen 23g Strafe, Tod durch Korsett.
Verbrecherisches Erschrecken einer Katze. Die Katze des Klägers scheint traumatisiert, aber das Gericht hat schon viel zu viele verkrüppelte Piraten gesehen, die aufgrund einer Barabfindung eine wundersame Heilung erfuhren. Wenn diese Katze sich auch nur ein Stück rührt, ist der Prozess zu Ende. Empfohlenes Strafmaß, ein Wollknäuel tritt durch Wundebisse. Ein Zeuge J. De Oro, Fälschung von Sammlerstücken. Zeuge sagt aus, um dafür selbst geringere Strafe zu erhalten. Gericht traut keinem Blabbermaul. Deren Zeugnis ist nicht einmal das letzte Bestechungsgeld wert. Empfohlenes Strafmaß, Beschlagnahme der Sextanten, tritt durch achtseitiges Genwürfel. Zeuge Jay Shreepwood, Guybrush. Angeklagter wurde im Besitz eines winzigen Seeschwarms verhaftet, von dem er behauptet, dass er die Pocken heilt. Gericht ist skeptisch, hat aber das Artefakt aus prinzipieller Erwägung konfisziert. Angeklagter war auch im Besitz eines unauffälligen Eherings, der wohl nicht einmal die Beerdigungskosten decken dürfte. Okay. Könnten Sie den letzten Teil noch einmal wiederholen? Sehr interessant. Ich kann mich nicht entsinnen, das Wort hämorrhagisch benutzt zu haben. Nein, ich will damit keineswegs Ihre Professionalität anzweifeln. Es ist nur, dass ich nicht einmal die Bedeutung dieses Wortes kenne. Ja, Ma'am. Tut mir leid, Ma'am. Der recht ehrenwerte Richter D.C. Grosscup. 30 Verurteilungen, nicht ein Freispruch, keine Überlebenden. Der ehrenwerte Richter K.B. Popnecker. Sein Leben war die Bank und er starb unter dem Tisch. Scheinbar gab es einen Bagatellschaden mit einem Wal, als die Winde seewärts bliesen. Deshalb segle ich immer defensiv und bin bei der Allianz versichert. Stinkbeards allgemeines Gesetzbuch für allgemeine Piraten. Gesetze? Piraten brauchen keine bescheuerten Gesetze. Schön! Dann wollen wir also mit der Vollstreckung voranschreiten. Andererseits wären jetzt ein paar gute Gesetze ziemlich hilfreich. Warum ist es immer ein X? Warum nicht T zeigt den Fundort? Ich bin überrascht, dass Doro jemals darauf reinfiel. Der leere Nacho-Teller macht mich hungrig. Ich sollte unbedingt Elaines Ring zurückholen, sonst kommen unfassbar hohe eheliche Kosten auf mich zu. Diese gelähmte Katze ist gruselig. Hey, Hardtack. Die Verteidigung wird die direkte Ansprache des Gerichtsdieners während der Verhandlung unterlassen. Tut mir leid. Na gut. War sonst noch was? Nö. Galgen? Ach, das erinnert mich an den Kuss mit Elaine unter dem Mistelzweig. Und eine verwesende Leiche, die auf mich fiel. Mit Erlaubnis des Gerichts möchte ich Bailiff Hardtack in den Zeugenstand rufen. Gerichtsdiener Hardtack! Oh, das bin ich. Schwören Sie auf Blackbirds Holzbein nach bestem Piratengewissen, die Wahrheit zu sagen, ohne dass sie der Grog beeinflusst? Denke ich mal. Bailiff Hardtack, könnten Sie mir sagen, was Sie von Guybrush Threepwood einfordern? Damals auf Spinner Cay wollte ich gerade meine bescheidene Schatztruhe vergraben. Meine Sammlung aus Spaghetti-Sieben, meinen silbernen Paprikastreuer und so weiter. Als plötzlich dieser Threepwood auf mich zugerannt kam, wild mit den Armen fuchtelte und mir sagte, dass direkt hinter mir ein dreiköpfiger Affe sei. Logischerweise drehte ich mich um und da war aber nichts. Als ich meine Fassung wiedergefunden hatte, war von Threepwood nichts mehr zu sehen und... Was am schlimmsten war... Ja?
Er hat mein absolut noch taugliches X ausgegraben. Jetzt ist es ruiniert. Ach, komm schon. Du bist dran, Kumpel. Diese ganze Geschichte über ihr X ist doch nur eine einzige große Lüge, richtig? Nein, Sir. Come on, you're lying. Admit it. Nein, Sir. Machen Sie mal halblang. Oh, Sie haben mich, Sir. Aber warum? Nun, ich hatte nichts anderes mehr zu tun, nachdem du meinen Boss getötet und mich arbeitslos zurückgelassen hast. Ich hätte dich dafür belangen sollen. Oh. Euer Ehren, ich beantrage die Feststellung der Ungültigkeit des Verfahrens wegen schwerwiegender Verfahrensverstöße. Gewährt! Gerichtsdiener Hartek, als Bestrafung für die Verschwendung wertvoller Zeit dieses Gerichts verfüge ich, dass Sie die Lissings-Perücke der Affigkeit so lange zu tragen haben, bis ich nicht mehr das Verlangen verspüre, Sie mit meinem Gerichtshammer zu feiner Pastete zu verarbeiten. Oh, das ist ja so entzückend. Tja, na gut. Ich möchte Bootsfrau Catherine Krebs in den Zeugenstand rufen. Catherine Krebs! Schwören Sie auf Blackbirds Holzbein nach bestem Piratengewissen, die Wahrheit zu sagen, ohne dass sie der Grog beeinflusst? Ei! Bootsfrau Krebs, könnten Sie dem Gericht erzählen, was an diesem schicksalhaften Tag geschehen ist? Ei! Ich kümmerte mich im Club 41 um meine eigenen Angelegenheiten, hatte einen vollen Krug Grog und pikante Nachos, als mich urplötzlich dieser Trottel mit verbundenen Augen anrempelte, mir die Nacho-Soße in den Schoß schüttete und mir diese hässliche Narbe verpasste. Heiliger Strohsack! All das sind Erinnerungen. Gerichtsdiener, geben Sie Staatsanwalt und Angeklagtem Zeichnungen der Verbrennung für Ihre Unterlagen. Ei, ei, euer Ehren. Viel Glück, Kleiner. Igitt. Kaum zu glauben, dass Nacho-Soße das machen könnte. Sie lügen doch, was diese ganze Nacho-Geschichte angeht, oder? Nein. Lügen Sie? Ich stelle hier die Fragen. Come on, you're lying. Admit it. Nein. Einspruch, euer Ehren. Die Verteidigung lässt den Zeugen nicht zu Wort kommen. Hören Sie auf damit, Threepwood. Nur einen Moment, euer Ehren. Einspruch. Wegen was? Wegen dieses Verfahrens. Wegen ihres Huts. Wegen meines juckenden Barts. Ich lege auch Einspruch dagegen ein, wie dieser Typ mich ansieht. Hey. Und gegen seinen Haken. Kapitän Threepwood, hören Sie mit Ihren dummen Ablenkungen auf, sonst werden Sie bald mit allem aufhören. Genau. Wo waren wir? Euer Ehren, ich bitte um eine Unterbrechung, um mich mit meinem Mandanten zu besprechen. Bailiff, begleiten Sie bitte Kapitän Threepwood zum Bau. Ei, ei, euer Ehren. Nun, wenigstens werde ich nicht von einem verrückten Wissenschaftler seziert. Also, dann nichts wie raus hier Elaine finden und La Esponja Grande benutzen, um... Hey, was ist aus meinem coolen Voodoo-Schwamm geworden? Alle Habseligkeiten werden dem Gefangenen wieder ausgehändigt, sobald die Anklage gegen ihn fallen gelassen wurde. Im sehr wahrscheinlichen Fall, dass die Anklage nicht fallen gelassen wird,
soll sein Hab und Gut an seine Nachkommen verteilt werden. Aber ich habe gar keine Nachkommen. Zumindest keine, von denen ich wüsste. Dann wird eben alles bei eBay versteigert. Dieser Gitterstab sieht locker aus. Halt dein Maul! Ich will meinen Haken da nicht reinstecken. Ich weiß doch nicht, wo das schon gewesen ist. Ah, komm hier nicht weiter sozusagen. Dieser Teil der Wand sieht aus, als hätte man dafür ziemlich brüchiges Material verwendet. Ob ich da wohl einen Weg nach draußen graben kann? Was soll der Lärm? Nichts. Hey, Wache! Was willst du? Steht mir denn kein Brot oder etwas Wasser zu? Brot und Wasser? Pfui. Ich bin stolz darauf, Flotsams Gefängnisse mit der besten Haute Cuisine zu versorgen. Warte hier. Warte hier. Der ist ja lustig. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich dachte schon, dass er nie geht. Was zum... Da drunter ist massiver Stahl. Ja. Blöde, stahlverstärkte Wand. Was sagt man dazu? Ist wohl doch nicht locker. Eine stahlverstärkte Wand. Nicht ganz so lockere Stangen. So, wenn man da nicht... Das hat nur meine Hakenhand stumpf gemacht. Hey, wo ist denn mein Abendessen? Meine Haute Cuisine? Oh, die Gefangenen bekommen nichts zu essen. Das ist nur für Wachpersonal und Richter. Und es schmeckt gut. Idiot. Hä? Da können wir ja noch mit Bailiff was machen. Hey, Wache! Was willst du? Ich will meinen Anwalt sehen. Deinen Anwalt? Ja, du hast vielleicht schon von ihm gehört. Guybrush Threepwood, mächtiger Piratenanwalt. Gut. Also gut, Anwalt. Richter Grindstump gibt Ihnen 5 Minuten Zeit. Das sollte für dieses Stück Abschaum mehr als genug sein. Ich hoffe, Sie haben eine gute Entschuldigung dafür, dass Sie mich zu dieser gottlosen Zeit aus dem Bett geholt haben. Ich mache mir Sorgen um meine Frau, Herr Anwalt. Sie hat mir seit Wochen keinen Brief mehr geschrieben. Um sie würde ich mir keine Sorgen machen, Guybrush. Wir kümmern uns liebevoll um sie auf meinem Anwesen. Sehr liebevoll. Falscher 50er! Ich werde... Wache, ich habe mit meinem Mandanten alles geklärt. Ich werde sie kriegen, Threepwood, selbst wenn das meine letzte Tat ist. Okay. Tut mir wirklich leid, Mr. Threepwood. Ich weiß, manche der Gefangenen können ganz schön rabiat werden. Denken Sie sich nichts dabei, Mr. Hardtack. Wo kann ich denn einen guten Grog zu mir nehmen? Im Club 41. Der ist gleich da drüben, Sir. Stans. Geschäft mit Gerichtssouvenirs. Okay. Da sitzt doch noch jemand drin. Hallo? Du! Doro? Was ist mit deinem Auge passiert? Ich werde dir sagen, was mit meinem Auge passiert ist, du Schlaumeier. Als ich den unechten Dark Ninja Dave ausgraben wollte, den du dort versteckt hattest... Angeblich versteckt? Den du also angeblich versteckt hattest. Da flog mir ein Dreckspitzer ins Auge. Eine Woche später hatte ich eine handfeste Infektion und Dr. DeSinch musste es rausschneiden. Ja, das überrascht mich nun gar nicht. Jetzt brauche ich ein Glasauge. Wozu willst du denn ein Glasauge? Eine Augenklappe ist doch viel piratiger. Augenklappen sind ja sowas von gestern. Alle coolen Piraten tragen heutzutage furchterregende Glasaugen. Aber Hakenhände sind doch wohl immer noch cool, richtig? Kann sein, aber nichts geht mehr über ein Glasauge.
Warum sitzt du denn? Ich wurde verhaftet, weil ich versucht habe, eine Fälschung einer Dark Ninja Day Figurine auf eBay zu versteigern. eBay? Du weißt schon, diese Rucki-Zucki-Versteigerungsgeschichte. Oh, ja. Ich hatte Glück. Stan konnte eine mildere Strafe für mich aushandeln. Ich muss als Gegenleistung gegen dich aussagen. Gegen mich? Was soll ich getan haben? In erster Linie warst du es, der den Dave gefälscht hat. Oh ja, das. Pass auf, tut mir echt leid, dass du sitzen musst, aber du darfst nicht gegen mich aussagen. Ich habe eine Frau und eine Menge Piraten, die ich heilen muss. Willst du die Pocken besiegen? Eines Tages, ja. Oh, das finde ich toll. All die pockenifizierten Piraten hänseln mich schon, weil ich keine Pocken habe. Na also los, machen wir uns an die Arbeit. Mal sehen, was hast du mir denn zu bieten? Ich habe einen echten Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten an der Angel. Mit einem Autogramm von Dark Ninja Dave höchstpersönlich. Das ist ziemlich erbärmlich, Senor. Ich gebe dir die freie Auswahl unter meinen handsignierten Sextanten. Oh, hast du etwa einen dieser Vasco de Gama Sextanten aus der limitierten Auflage? Ja, aber den kannst du leider nicht haben. Was ist mit dem Ferdinand Magelli Unquad Action Sextanten, Ja, aber den kannst du auch nicht haben. Wenn ich es mir genau überlege, möchte ich mich von keinem Sextanten trennen. Ich habe eine Kiste voll feiner Lederjacken im Frachtraum meines Schiffs. Dein Name steht überall auf ihnen drauf. Nein, danke. Mit Leder scheue ich mich immer nur wund. Wie wäre es, wenn ich dir ein Glasauge für deine Augenhöhle besorge? Das hört sich interessant an. Dann sind wir im Geschäft. Aber ich wusste, dass da noch ein dickes, fettes Aber mit verbunden ist. Ich will ein wirklich cooles Glasauge haben. Und was bitteschön ist ein cooles Glasauge? Es muss eine wirklich coole Farbe haben, so wie die Farbe der Augen dieser verbockten Piraten, wenn sie so richtig schön ausrasten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Komisch. Ich kann nur feststellen, dass du nicht von den LeChuck-Pocken betroffen bist. Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Alle anderen Piraten haben Pocken, warum nicht ich? Hast du schon einmal in Erwägung gezogen, dass du vielleicht gar kein Pirat bist? Und ob ich ein Pirat bin? Okay, okay, du bist ein Pirat. Sicher sind die Pocken auch in Kürze bei dir eingetroffen. Mit hartgesottenen Verbrechern wie dir zu assoziieren, könnte meine Rechtslage schaden. Ich verzieh mich. Adios. Okay. Stans Gerichtssouvenirladen? Was wurde aus den Räumen der Keelhauler gesetzt? Die Keelhauler? Die gehört zum alten Eisen, Threepwood. Kapiert? Nachrichten von damals? Der gesamte Keelhauler-Betrieb wurde von diesen Großköpfigen der Flotsam Times vor Wochen aufgekauft und sofort dicht gemacht. Oh, das dürfte Davy Nipperkin überhaupt nicht gefallen haben. Ganz im Gegenteil. Der alte Nipperkin hat sich wie ein Gauner die Taschen vollgestopft. Wie ich gehört habe, will er sich mit seinem Anteil aus dem Verkauf auf seinen Ruhestand vorbereiten. Hey, Jüngling, ich kann mir denken, dass du neugierig bist, was hinter den Kulissen von Stans Gerichtssouvenirladen so vor sich geht. Aber ich fürchte, ich muss dich von dieser Tür hier wegschicken. Warum? Weil Stan genau hier den Zauber vollbringt, Junge. Hier werden meine Träume Realität. Und einige meiner Realitäten werden Träume. Aha, du schläfst hier also. Ja, aber nur bis sich das Geschäftsklima für Souvenirs erholt hat. Irgendwas sagt mir, dass ich Stans lebhafte Einrichtung nicht unbedingt sehen muss. Was hat denn Stan hier für Guybrush? Sachen? Stan? Guybrush Threepwood! Freut mich, dich draußen zu sehen! Ich hoffe, sie haben dich nicht allzu schlecht im Kittchen behandelt. Naja, in meiner Zelle ist eine ziemlich üble Ratte. Ich hoffe wenigstens, dass es eine Ratte ist. Das ist toll, Kleiner! Hör mal, könntest du Platz für die zahlenden Kunden machen? Was machst du denn hier? Solltest du dich nicht auf das Verfahren vorbereiten? Hey, nimm es mir nicht übel, Kleiner, aber der Tag, an dem dich der alte Stan nicht mit einem flatternden Arm auf dem Rücken gebunden vor Gericht schlagen kann, ist der Tag, an dem ich meinen Corpus Juris wieder nach Jambala Island für eine volle Restitutio Integrum bringe, verstehst du? Nicht wirklich. Genau. Wenn du dich nicht auf das Verfahren vorbereitest, was machst du dann hier? Ich befolge Stans Regel Nummer 1. IMM. IMM? Immer Merchandising machen.
Die Leute lieben es, Gerichtsverfahren berühmter Piraten zu folgen. Selbst B-Listen-Piraten wie du. B-Liste? Deswegen hat der alte Stan alle Souvenirs und Andenken, die einen an dieses Verfahren des Jahrhunderts erinnern werden. Wie läuft der Verkauf? Klasse! Merchandising für Stars ist immer eine gute Investition. Insbesondere, wenn der fragliche Star zu einem Windspiel am Galgen werden wird. Nichts verkauft sich so gut wie tote Stars! Ja, ich habe nicht vor, heute zu sterben. Und ich hatte nicht vor, 20 Jahre lang dieselbe Jacke zu tragen. Stan, wegen dieser Anklagepunkte. Tut mir leid, Kleiner, ich kann darüber nicht reden. Interessenkonflikt, Piraten, Anwaltsgeheimnis und diese ganzen Sachen. Aber... La 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 la, ich rede nicht mit dir! Ich sollte wirklich nicht fragen, aber was für Souvenirs für das Gerichtsverfahren verkaufst du? Du solltest eher fragen, was für Souvenirs ich nicht verkaufe. Hier, die Das Volk gegen Threepwood-Sammlung. Hey, ein kleines Ich. Genau, Threepwood. Originalgetreu bis hin zum mit Spitzen besetzten Stromfalter. Hey, den habe ich nur einmal getragen. Ich bin es, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Das hört sich überhaupt nicht wie ich an. Ja, ich weiß. Um ehrlich zu sein, hat deine Stimme unsere Kunden nicht überzeugt. Was ist das? Das, mein piratiger Freund, ist eine Neuheit, die ich Male einen Bart auf Guybrush nenne. Mit der Kraft der Magneten und eisernen Flocken kann man Flotsams berüchtigtem Verbrecher unendlich viele amüsante und erniedrigende Frisuren geben. Schau! Was zum... Das hat nicht mal einen Magneten. Und schau, die Eisenspäne fallen aus. Das kriegst du, wenn du Schund auf Fat Island herstellen lässt. Sollst du das sein? Kein anderer. Jetzt können du und deine Freunde das Verfahren des Jahrhunderts aufs Neue in diesem bequemen T-Shirt erleben, auf dem das ikonische Bild von mir prangt, dem Rechtsanwalt, der Flotsam Island seine unvergleichliche Art der Gerechtigkeit zukommen lässt. Wenn ich's mir recht überlege... Schweig, sprich nicht weiter. Egal wie oft ich sie sehe, deine Jacke werde ich nie verstehen. Gefällt sie dir? Ich habe sie gerade vom Schneider zurückbekommen, der die Nähte nachgezogen und die Auflösung verkleinert hat. Ich habe bemerkt, dass du keine Pocken hast. Das ist nicht bemerkenswert, Threepwood. Hast du nicht aufgepasst? Die Pocken befallen nur echte, hundertprozentige Blackbeard-verehrende Piraten. Ich war schon viel in meinem Leben. Verkäufer, Immobilienmakler, Troubadour, Schiffsbelader, Ralfador und während des Jurastudiums sogar für kurze Zeit ein exotischer Tänzer. Aber ich war noch nie ein Pirat und werde auch nie einer sein. Ah. Na gut, Stan. Ich sehe dich vor Gericht, Stan. Hey, das ist ziemlich komisch. Bartspielzeug. Sehen ist es. Es ist ein kaputtes Zeichne ein Bart auf Guybrush Spielzeug. Sieht aus, als krümeln da Eisenflocken raus. Okay, wenn wir mal Eisenflocken brauchen, wissen wir so, wo wir sie herkriegen. Gut, dann würde ich sagen, für heute soll es das gewesen sein. Stan winkt noch ein bisschen. Und ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Astronier. Tschüssi.